und sehen auch noch so gut aus dabei. Musik geht's bei uns weiter, denn das wird der musikalische Höhepunkt am Freitag auf Schloss Bellevue, wenn Bundespräsident Horst Köhler zum Sommerfest bittet. Die Big Band der Bundeswehr spielt zusammen mit Thomas Anders. Und es werden auch Modern Talking Hits erklingen. So viel sei schon mal verraten. Heute wurde geübt für den großen Auftritt und spätestens seit heute ist dann auch klar, das Gerücht, dass Thomas Anders nur Playback singen kann, weil er gar nicht in der Lage ist, Noten zu lesen, ist aber sowas von erfunden. Er singt live und Noten lesen kann Thomas Anders auch. Wer etwas anderes behauptet, lügt. Deshalb reicht eine einzige Probe mit der Big Band der Bundeswehr in Euskirchen. Und schon klingt das Ganze so, dass auch der Bundespräsident bei seinem Sommerfest am Freitag sicher ganz Ohr sein wird. Der Auftritt in Berlin für Thomas Anders etwas ganz Besonderes. Auch wenn er schon in der großen Musikwelt aufgetreten ist, jetzt kann er seinem Land dienen. Das hat er in seinen jungen Jahren als Soldat nämlich nicht getan. Ich glaube, für beide Seiten war es gut so. Jetzt aber wird alles anders bei der Truppe, vielleicht sogar besser. Berührungsängste zwischen den Zivilisten und den Schulterklappenträgern, Fehlanzeige. Hier geht's um Musik, hier geht's um Kunst. Und das ist eigentlich vollkommen egal zunächst mal, ob jemand jetzt nun Soldat war oder nicht. Es war ein anderes Stück Vergangenheit, das Ausschlag gab für die Zusammenarbeit. Kaum einer war Mitte der 80er so erfolgreich wie Thomas Anders. Zusammen mit Dieter Bohlen und Modern Talking. Nicht nur geliebt, aber wer kennt sie nicht? So sollen auch im Garten von Horst Köhler Modern Talking Hits erklingen. In ganz neuem Sound. Mir war ganz klar, wenn ich nun halt eben am Freitag auf der Bühne stehe, geht es nicht, dass ich nur amerikanische Klassiker singe, sondern es muss ja irgendwas von Modern Talking auch dabei sein. Und dann wurde natürlich der, also im Grunde unser größter Hit, You're My Heart, You're My Soul, wurde im Grunde umgeschrieben in eine Big Band Version, die sich unglaublich spannend anhört und die sehr, sehr viel Freude macht, auch zu singen und zu performen. Und das werde ich auf jeden Fall am Freitag auch singen. Wie es klingt, noch Geheimsache. Und was wird Thomas Anders fürs Auge bieten? Schmuck in Uniform darf er nämlich nicht vor Horst Köhler nebst Gattin und Gäste treten. Wir werden unsere weiße Marineuniform anhaben, die einfach hervorragend zu sommerlicher Witterung passt, die zu dieser Party hervorragend passt. Also es wird ihm da leicht fallen, vielleicht auch sogar einen weißen Anzug mitzubringen oder halt eben irgendwas, was sich gut abhebt vor dem weißen Bild, was wir liefern werden. Weitere gemeinsame Projekte werden schon jetzt nicht ausgeschlossen. Erstmal aber geht's zum Bundespräsidenten. Vielleicht dann bald auf große Tournee. Das bläst ganz gut weg. Ja. Ja.